So, jetzt habe ich hier 1000 Gramm von dem Sonnenblumenmehl und die Hälfte, eine Packung mache ich nur, also nehme ich jetzt 500 Gramm, lege ich jetzt ab. Sieht fast aus, als wenn meine Schüssel zu klein ist. So, das sind 500 Gramm. Jetzt teste ich mal. Das passt aber nicht, das sind 370. Das sind 950 Gramm nur zusammen. Ja, so passt es in etwa. So, jetzt habe ich hier 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Das fülle ich jetzt da ein. Jetzt ziehe ich den Knethaken runter. Pack mir einen Schuss drauf, damit mein Mehl nicht wieder durch die ganze Gegend donnert. Schalte die Maschine auf langsam an. So, das lasse ich jetzt erstmal langsam kneten und dann stelle ich höher. So, ich habe jetzt mein Gärkörbchen geholt. Habe ich das jetzt mit dem Mehl ausgeglichen. Das wurde lang. So, und die kann ich jetzt höher stellen. So. Ein bisschen drüber und dann einen warmen Ort für 30 Minuten. So, da habe ich dann drinne vor, das Brot zu backen, weil das hier unten drunter die Rillen hatten, dass ich dann drinne festsetzen würde. Deswegen habe ich mir von meiner anderen Silikonform das rausgeschnitten. Das ist so eine 20er Kuchenform, das ist aus einem Viererpack. Den lege ich jetzt da rein. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie groß das Brot wird. Ich mache alles auf gut Glück. Mehl das jetzt hier ein. Jetzt hoffe ich nachher, dass das so eine Kugel gibt. Nicht, dass es auseinanderläuft. Dann habe ich Pech. Ich weiß es jetzt nicht. Es ist relativ weich, nämlich. So, die ersten 30 Minuten sind rum. Und hier habe ich ihn. Jetzt schauen wir mal. Ja, der ist gut aufgegangen. Jetzt macht Frau Trick 17, pack das da oben drüber. Schau mal rum.
Hat doch nicht ganz geklappt mit Trick 17. Eieiei, naja. Hätte ich doch noch ein klein bisschen mehr nehmen sollen, ganz klar, weil sonst hätte es geklappt. Naja. So, jetzt mache ich das gleich sauber. So eine kleine Silikonbürste, da geht das gut raus. Boden unten rein, 500 ml Wasser unten rein und dann mache ich hinzu, Stecker rein, Programm, Dampfbacken steht da noch, aber die Temperatur gehe ich ganz hoch auf 210 Grad und ein paar Timer stelle ich eine Stunde ein. Und so starte ich ihn dann. Der ist ja riesengroß hier rum. Es ist soweit, dass er rein kann. Brauchst du schon braun. Jetzt Temperatur runter. Richtig klasse, knusprig. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse